Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In heutigem Video geht es um das Regalsystem. Wie ich bereits im letzten Video angekündigt habe, werde ich hier ein Regalsystem einbauen. Und zwar möchte ich hier aber kein festes Regal haben, wie in meisten Fällen angeboten wird, sondern ein rollendes Regal. Das soll auf Rollen sein und wird nur an dieser Schiene hier festgemacht und dann denke ich mal auch da oben an der Schiene. Das soll dann schnell lösbar sein und in der Heckgarage verschiebbar. Dazu habe ich ja bereits einige Sachen bestellt, habe ich auch im anderen Video schon gezeigt. So, und zwar habe ich ja hier diese Euro-Kisten. Das Regal soll dann der größer sein, also 1,20 Meter über 2 Etagen. Mit 2 Auszügen, mit 2 Vollauszügen und halt von links nach rechts verschiebbar, dass man auch bequem an die Stühle bzw. den Tisch kommt. Kleine Skizze hatte ich ja schon gemacht. Die zeige ich euch mal. So soll das Ganze in etwa aussehen. Soll das über 2 Etagen sein. Also die erste Ebene, da soll die Kühlbox draufstehen, dann eine Eurobox. 40 x 60, 320 hoch, dann die zweite oben drüber 40 x 60 x 220 hoch und auf der nächsten Etage, auf dem nächsten Auszug soll dann eine oder 2 Boxen 40 x 60 x 220 und dann daneben noch 40 x 60 x 320 und oben drüber dann diese kleinen Boxen 40 x 300 x 120 mm. So. Das ist ja die Kühlbox, die ich im letzten Video vorgestellt habe. Und dann legen wir mal los. Dann schneide ich jetzt ein paar Profile. So, ich habe mir hier eine kleine Bohrschablone gebaut, damit ich den richtigen Abstand habe. Dann mache ich ein paar Probebohrung. Schaut das dann aus. Schraube bündig versenkt. Gut, dann kann ich jetzt den Rest fertig machen. So. Das passt schön bündig. Jetzt bohre ich erstmal die 4 längeren. Also das ist im Prinzip 10 mm Abstand vom Rand. Das ist dann Mitte Profil. Hier kann ich entweder direkt reinschrauben oder vorher mit einem Gewindeschneider kurz reingehen. Das kann ich mir später noch überlegen.
ganzen Löcher sind jetzt gebohrt. Wahrscheinlich überall ein bisschen Gewinde vor. Ah ja, hier habe ich schon. Ich schraube das jetzt mal alles zusammen und dann schalte ich euch wieder ein. So, die Profile habe ich jetzt alle zugeschnitten und entgratet. Hier die zwei Auszüge habe ich jetzt auch schon zusammengeschraubt. Und jetzt werde ich die restlichen Profile bohren und dann beziehungsweise erst dann graten, dann bohren und ja, und dann alles zusammenschrauben. So, ich montiere jetzt erstmal die Schienen an die vormontierten Auszüge. So. Dazu musste ich eine Schraube lösen, damit ich die Notensteine reinkriege. Kappe wieder drauf. So, dann ist der Auszug soweit fertig. Zack.
So, das Kunstwerk ist verbracht. Das Regal ist jetzt fertig. So schaut das jetzt aus. Und nochmal eine 32er und eine 22er. Also ich meine jetzt Höhe. Dann oben zwei 22er, hier eine 32er und zwei kleine 12er. Somit ist alles auf einer Höhe. Und sogar die Kisten sind genau gleich hoch wie die Kühlbox. Somit ist der ganze Platz schön ausgenutzt. Das Einzige, es fehlen noch die Griffe, die sind noch nicht da. Die kommen aber noch. So schaut es aus im ausgefahrenen Zustand. Die Scharniere sind theoretisch bis 100 Kilo belastbar, aber die Heckgarage darf von sich aus maximal mit 200 Kilo beladen werden. Daher denke ich mal, so von dieser Seite will ich noch Halterung für E-Scooter dran machen. Die wollte ich hier so anbringen. Dann ist die Rückseite auch gut genutzt. Ja, die Kisten kann man auch so öffnen. Und die Kühlbox passt hier auch wunderbar rein. Daher hatte ich mich auch für diese Kühlbox entschieden, weil sie perfekt in das Regalsystem reinpasst von den Abmessungen. So. Kommt man wunderbar dran. Ja, jetzt als nächstes steht der Einbau in der Heckgarage. Und dann schalte ich euch zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein. So, das Regal ist jetzt eingebaut und auch festgemacht. Wie ich gesagt habe, habe ich das hier unten an der Schiene festgemacht, einmal von jeder Seite, also einmal hier vorne, einmal da hinten. Und das Ganze ist auch gleitend fest, das heißt, wenn man möchte, kann man das Regal auch hier in der Garage bewegen. Und dann habe ich das hier oben festgemacht. Viermal. Und somit steht das Regal fest und kann auch nichts passieren. Also im Prinzip ist das Ganze jetzt abfahrtbereit. Ich werde das jetzt testen. Also ich habe das jetzt ein bisschen anders zusammengestellt. Also unten wie gehabt die Kühlbox, dann da hinten zweimal 220er Boxen und zweimal 120er Höhe. Und somit ist das auf einer Höhe. Geht auch. Kann wunderbar ausgezogen werden. Die Griffe sind auch da. Und auch die Schließer. So. Und hier oben habe ich noch mal zwei Stangen reingemacht, damit man oben längere Sachen reinlegen kann. Ich nehme hier die
Markisen, Seitenwände bzw. Sonnenschutz mit, falls man das braucht. So, und dann kann auch hier der Auszug voll ausgezogen werden. Und hier oben sind zwei 320er Kisten, also ich meine jetzt die Höhe. Man kann das natürlich auch anders zusammenstellen. Wenn man hier oben nichts reinpackt, dann kann man diese zwei Stangen ausbauen und dann kann man dementsprechend die Kisten anders verteilen. Ich habe das extra erstmal mittig so reingestellt, dann kann ich hier vorne noch meinen Grill hinstellen. Dann passt er auch gut rein. Und von der anderen Seite habe ich hier noch zwei Halterungen dran geschraubt für E-Scooter. Dann können wir die zwei E-Scooter hier noch vernünftig reinstellen. So, wie gesagt, ich werde das jetzt in unserem Sommerurlaub ausgiebig testen. Und wer Interesse hat an so einem Regal, kann sich gerne bei mir melden. Ich werde diesen Prototyp dann nach unseren Sommerferien auch in meinem Shop anbieten. Und zum Schluss, wie immer, wünsche ich allen noch gute Zeit. Und bis zum nächsten Video.